droht eine Mega-Rentenerhöhung von 7 und mehr % im Jahr 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 1.7.2022 wird es schon eine ordentliche Rentenerhöhung geben. 5,35% im Westen und 6,12% im Osten mehr Rente. So hat es Hubertus Heil bekannt gegeben. Grundlage dieser doch nicht schlechten Rentenerhöhung ist, dass die Löhne und Gehälter im Jahr 2021 im Westen um 5,8 und im Osten um 5,3% gestiegen sind. Hinter der Aussage der Rentenerhöhung verbirgt sich ein wesentliches Prinzip im deutschen Rentenrecht, die sogenannte dynamische Rente. Diese dynamische Rente wurde im Jahr 1957 eingeführt. Steigen die Löhne, folgt sozusagen der Lohnerhöhung auch eine Rentenanpassung. Wenn es aber keine positive Lohnentwicklung gibt, werden Renten nicht gekürzt. Das ist die sogenannte Rentengarantie. Die unterlassene Kürzung wird dann aber mit der nächsten Rentenerhöhung nachgeholt. Also ein ganz bestimmter Prozentsatz wird dann von der Rentenerhöhung abgezogen. Und so ist es im Jahr 2022 passiert. Der Ausgleichsbedarf für die Kürzung der Rentenerhöhung durch die unterbliebene Rentenkürzung aus dem Jahr 2021 beträgt mit weiteren zusätzlichen Faktoren genau 1,17%. Wenn man jetzt diese 1,17% nimmt und auf die Rentenerhöhungswerte, die zum 1.7.2022 kommen werden, draufschlägt, dann hätten wir normalerweise, wenn der Nachholfaktor nicht wieder eingeführt worden wäre, im Westen eine Rentenerhöhung von 6,52% und im Osten von sage und schreibe 7,29%. Nach aktuellen Zahlen und ersten Analysen der Lohnentwicklung können wir in Deutschland für 2022 eine Lohnsteigerung von 6 und mehr % erwarten. Dafür spricht aktuell die deutlich angestiegene Teuerungsrate allein im März 2022 um 7,3%. Lohnzuwächse durch Tarifverhandlungen, wobei in einzelnen Bereichen bis 10% mehr Lohn gefordert wird und auch schon vereinbart wurde. Die Einführung des Mindestlohnes ab dem 1.10.2022 auf 12 Euro die Stunde. Und das wird natürlich diesen Effekt der Lohnerhöhung insgesamt deutlich erhöhen. Und was viele wirklich unterschätzen, die sich aus dem Fachkräftemangel ergebenden Lohnabschlüsse steigern die Löhne und Gehälter im Jahr 2022 deutlich. Das heißt, viele Arbeitgeber konkurrieren um wenige Arbeitnehmer und das treibt die Löhne und die Gehälter in die Höhe. Wenn also vorsichtig geschätzt ein allgemeiner Lohnanstieg von 6 und mehr % im Jahr 2022 bezogen auf die gesamten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfolgen würde, würde die Rentenanpassung zum 1.7.2023 dieser Lohnanpassung deutlich folgen. Mit der Folge, dass wirklich 7 und mehr % Rentensteigerung zum 1.7.2023 möglich sind. Es gibt natürlich immer Faktoren, die dazu führen, dass eine Rentenerhöhung nicht zu hoch ausfällt oder vielleicht sogar gar nicht stattfindet. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn es einen massiven Konjunktureinbruch in Deutschland geben würde mit vielen Arbeitslosen und mit viel Kurzarbeit. Hoffen wir das Beste und dass die Löhne und Gehälter in Deutschland im Jahr 2022 kräftig wachsen und steigen, dann kann es wirklich mit einer Rentenanpassung 7 und mehr % im Jahr 2023 klappen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.